Ahoi, ja, ein weiteres Reisejahr neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und ja, hinter uns liegen nicht nur schöne Reisen mit wunderbaren Momenten, sondern auch ein paar, ja, lustigere Sachen und auch, ja, Missgeschicke, wollen wir fast sagen. Und da waren wir mal wieder fleißig und haben in unserer Bibliothek gekramt, um die lustigsten Szenen vorrangig des letzten Jahres zusammenzustellen. Bibliothek klingt irgendwie lustig, als ob du hier wirklich so ein riesen Bücherregal hättest und Ja. da ein Buch nach dem anderen durchblätterst. Du weißt ja nicht, wie es auf meinen Festplatten aussieht. Alles Ach schön so. katalogisiert. Okay. Also ich persönlich habe mein iPhone durchsucht und habe da auch einiges gefunden und auch das ist in das Outtake-Video mit reingeflossen. Und wer hätte gedacht, ne, es kam doch einiges zusammen. Und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß jetzt bei den Impressionen haben werdet und wir freuen uns auf euer Feedback, was ihr denn so lustig fandet und was vielleicht euch auch schon passiert ist auf Reisen. Und ja, wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Und vor allem ein paar Lacher. Ja, und lachen. Ganz wichtig. Auch mit einem wirklich traumhaften Sonnenuntergang, ne? Ja, also jetzt ist das Essen. Ja, also es ist wirklich toll nochmal zu sehen, dass die Farben halt. Janine ist betrunken vom Sekt. Nein, Grund noch mal den Erlebnis zu haben. Das Erlebnis. Oh. Ahoi, ja, eine neue Reise steht an. Diesmal ganz unkonventionell. Ahoi, ja, eine neue Reise steht an. Und diesmal ganz unkonventionell aus dem Auto. Denn für uns geht's jetzt gleich mit unserer Fahrerin Janine nach Hamburg. Oh, ich ja, los geht's gleich mit einem Highlight in den neuen Tag. Ja, los geht's gleich mit einem Highlight hier auf La Digue. Wir stehen gerade inmitten. Zurück, ja, vom Ausflug hier in Flammen. Die Kajaktour hatte jetzt zurück von uns. Du bist so wieder. So. So, frisch geduscht, gesättigt und auch durch die Rutsche, den Wasserracer gerutscht, sind wir ja am Ende des Tages hier heute angekommen, der ja sehr viele Facetten Norwegens beinhaltete. Angefangen von Regenschauern über ja, blauen Himmel, tolle Natur Bis. bis einer Fjordfahrt zum Abschluss des Tages. Ja, war einfach viel dabei. Ich kann das nicht sagen. Was? Der abendliche Kabinencruise. Doch. Hä? Der Bett voll. Tja, und während ich arbeite, ruht sich hier Janine ganz genüsslich aus und trocknet ihre Füße. Guten Morgen. Ja, kleine Überraschung. Wir haben am Strand hier an der Anslasio geschlafen. Nee, Spaß. Also. Rein in dem kleinen Boot. Genau, da hinten haben wir genächtigt. Moin zusammen, wir grüßen euch. Moin, ja, neuer Moin. Tag unserer Reise mit der Seabird von Silhouette Cruises. Heute steht nochmal viel Wasserspaß, Schildkröten und Natur auf dem Programm, denn es geht zunächst nach Kuriös. Doch wir hatten ja den frühen Vogel heute gefrühstückt. Und so, das war jetzt unser Ausflug auf die Insel Kuriös, der zumindest wettertechnisch ziemlich wechselhaft heute war. Ja, Ja, das ist zunächst ging es mit dem ja, Regenschauer los, bevor wir dann bei ja, der. alle haben gefallen. Ich gucke die mal an. Ist egal. Und was sagt ihr, Fahrer? Naja, so mittel, oder? Schaukelig heute Morgen. Ja, aber wir sind jetzt ganz froh, dass wir wieder Boden unter unseren Füßen haben. Jetzt kommt kurz ein Auto. Also, wie ihr seht, hier gibt es jetzt mittlerweile auch schon Taxen. Das ist leider ein bisschen ganz schade. Also, wir haben uns dort den AA-Soester angeschaut. Und weil er uns so geflasht hat, sind wir dann dort geblieben. Wir hatten leider nur den einen Tag. Und heute werden wir nochmal so einen kleinen Überblick uns verschaffen. Und ja, Autos, auch über Autos. Moment. So, jetzt sind wir wieder fast allein. Genau. Und warum?
der, ja, des Hüftbereiches der Frau. Zusätzlich gibt es hier auch noch die Möglichkeit, zu einem sehr, sehr schönen Aussichtspunkt zu laufen. Willkommen zurück an der Ans Lazio. Ja, wie wir gestern schon versprochen hatten, wollten wir heute nochmal hierher an den Strand, diesmal auch mit Schnorcheln im Gepäck und zu Fuß. Wir sind zwar nicht jetzt den kompletten Wanderweg von der Ans Georgette bis hierher gelaufen, weil der doch relativ schwierig sein soll, hattest du gesehen, ne? Nee, wir sind da jetzt von unserem nicht so einfach. Scheinbar haben sie gerade ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht. Aber ein Cocktail kostet hier 100 Rupien, also ungefähr 8 Euro. Wir können auf jeden Fall machen, um euch mal hier kurz zu erfrischen. Ja, ist halt Urlaub. Moin zu einer neuen Vlog-Folge. Diesmal auf einer Insel, die wir auf einer Kreuzfahrt kennengelernt und auch ein bisschen lieben gelernt haben. Ein bisschen sehr. Genau. Ach so? Ja, fängt du an. Ich wollte euch kurz mal sagen, wo wir hier gerade sind. Chris hat es ja gerade schon gesagt. Nee, weiß ich nicht. Ja, auch die schönste Zeit findet. Innovative Nutzung der Hängematte. Das ist diese Nachtfahrt. Du mit Regencape und jedem noch Sonnenbrille. Stimmt. Christian. Greift an. Ich will ja nicht vorbei. Ich gehe da nicht vorbei. Einer muss weiter. Mein Kopf ist ab. Ja, nicht mehr so viel Speicher. Und verbrechen was. So, also das wird jetzt hier spannend. Christian hat sich schon vermummt. Er winkt noch hier voll im Einsatz. Man sieht nämlich hier vorne. Wir fahren jetzt durch die Schleuse durch und es ist ein bisschen nasser, als wir es ja, sonst so gewohnt waren. Ich habe mich auch im Handtuch versteckt. Let's go. Oh je, das wird lustig. Schöne Erfrischung, würde ich sagen. So, ich wollte gerade in den Pool springen, allerdings gibt es keine Bademäntel hier auf der Kabine, deswegen ist Janine an die Rezeption, um mir einen zu holen. Dankenswerterweise. Ja, und was wird gebracht? Ein Frauenbademantel in der Größe M. Nice. Sieht auf jeden Fall gut aus, oder? Ja, sieht gut aus, steht hier. Voten könnt ihr gleich hier unten. Ja, unseren kleinen Bergmarsch haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Ist auch gar nicht so anstrengend, geht zwar mal steil bergauf, aber wir haben die Burg Miltenberg gut erreicht, werden mal wieder von... Ja, nach den ersten Runden im Pool geht es jetzt kulinarisch weiter. Uns hat es jetzt zum... Wie heißt das eigentlich? Achso, nochmal. Was für euch noch Mittag nehmen? So, die Helme sind abgelegt. Der größte anstrengende Teil der Fahrradtour ist vorbei. Genau, die Klamotten sind auch schon weg. Unterhalb zeigen wir jetzt nicht. Ja. Ist für euer Kopfkino dann. Ja, genau. Wir sind am Badestopp der Tour jetzt angekommen. Der Badestopp geht jetzt sogar fast anderthalb Stunden. Also wirklich schön. Stunde. Ja, aber fast anderthalb Stunden. Eine Stunde. Okay, gut. Janine hat recht. Wir sind jetzt
12.40 Uhr ungefähr angekommen und bis 13.40 Uhr bleiben aus. Bei mir genau eine Stunde. Okay, habe ich mich wieder verrechnet. Aber zurück zum Thema, ein wirklich schöner Strand. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir begrüßen euch heute hier von unserem ersten Seetag dieser Reise. Hinter uns seht ihr schon die Küste, denn wir legen jetzt nämlich noch einen technischen Zwischenstopp in Italien ein, damit wir noch die nächsten... Du hast anfangen. Okay. Ja, jetzt so kurz nach dem Sonnenuntergang wollen wir euch nochmal eine... Nee. 2 hours later. Ja, jetzt so kurz nach dem Sonnenuntergang wollen wir uns nochmal bei euch melden. Wir sind gerade fertig mit dem Abendessen und haben den hier im East Restaurant heute ausklingen lassen. So, hier kommt dann noch der abendliche Kabinenkrank. Abendgruß. Nochmal. Okay. So, hier kommt dann nochmal unser. So, zum Schluss. Sie läuft bei mir.